Grüß euch miteinander, meine Lieben. In knapp einer Stunde startet hier in Stockholm das Eurovision Song Contest. Sechsmal hat Schweden schon gewonnen und sind damit neben Irland die erfolgreichste Nation von diesem gigantischen Spektakel. Für uns war das Grund genug gewesen, uns mal ein bisschen umzuschauen, was da in Stockholm alles zu erleben gibt. Und darum haben wir gefunden, wir ziehen mal los, schauen all die Gebäude an und machen, wie das sich für jeden Tourist lohnt, zuerst einmal eine Stadtrundfahrt. Ihr seid herzlich eingeladen, der Bus steht schon parat und unser Driver ebenfalls. Hello, hey. Johnny, I'm Kurt. Ja, Jonne, willkommen an Bord. Und das ist relativ speziell bei den Schweden. Es geht schon die Stegli hoch zum Bus. Und mit diesem eher eigenartigen Gefährt kreuzen wir nicht nur Stockholms Strassen, sondern wir machen auch direkte Bekanntschaft mit dem wichtigsten Element dieser Stadt. Der sichtbar begeisterte Moderator möchte jetzt aber wissen, ob unser Mann am Steuer eher Chauffeur oder Schiffskapitän ist. Car driver or captain? Ich bin beides. Was am liebsten? Das Wasser. Der Ausblick ist herrlich. Und ich bin ein Seemann. Aber auch ein Busfahrer. Steuerst du jetzt den schwimmenden Bus mit dem Steuerrad oder mit sonst etwas? Ich kann es tatsächlich mit dem Lenkrad steuern, aber meistens benutze ich den kleinen Stick da. Mit dem Joystick steuere ich das Ruder. Ich nehme den Gang raus und verbinde den Motor mit dem Propeller. Und mit dem Stick kurve ich um. Und was passiert bei hohen Wellen? Dann kannst du schon mal ein bisschen rütteln. Aber der Amphibienbus kommt mit bis zu 2 Meter hohen Wellen zurecht. Ist kein Problem. Gibt es auch Schwimmwesten? Klar, die Schwimmwesten liegen unter dem Sitz. Und wir haben auch Notausgang und ein Rettungsboot. Wonderful, so we are safe. Absolut sicher.